Hätte ruhig so eine Abkürzung geben können, wie zum Beispiel deinen Dark Souls spielen. Dark Souls, oh nein. Soll ich einen Umweg machen muss und dann eine Abkürzung aktivieren kann auf der anderen Seite des Weges. Oh nein. Es gibt eine Mod, womit man Elden Ring 2 zusammenspielen kann im Multiplayer. Elden Ring ist eigentlich. Hat ja doch ein Multiplayer. Muss einen Mitspieler beschwören. Aber ich habe gesehen, dass es ziemlich umständlich ist, das zu machen. Ich wünschte, ich gebe hier einen Loot-Filter in Grim Dawn. Oder in Titan Quest. Ja, genau, halt bessern. Da kann man sich ja noch aussuchen, welche Werte angezeigt werden sollen bei dem Loot. Zum Beispiel, ey, ich möchte nur halt Intelligenz und Naturzauber haben, also Drops. Dann sieht man nur noch die. Ich denke, es ist halt nur ein Wert der Gegenstände filtern. Das heißt, man kann halt normale und kaputte ausfiltern und normalen magische. Klauen. Ja, Gedorn hat aber den allerbesten Notfilter, den ich jemals gesehen habe. Den kommen wir auf kein anderes Spiel ran. So, jetzt wäre ich wieder drin. Jetzt sind wir hier unten. Okay, Leute, die zu Stein wurden. Ja. Oh, der Angst in der Raum ist separat. Ich dachte, die Türen, beide Türen führen hier an. Nur ein Raum mit zwei Bänken. Nicht okay. Mal Gegner. Ich war enttäuscht, ey, nicht mal Gegner hier. Ja, was ist mit den Leuten hier passiert? Legionswächter. Das Pack im Mausoleum hat sich von hinten angeschlichen und mein Kumpel umgebracht, als wir versuchen, die Türe zu erreichen. So wie ihr ausseht, kämmt ihr nicht mal halb so weit. Es wäre gesünder für euch, erstmal die Burg auszukundschaften, bevor ihr einen Gedanken an diesen Ort hier verschwendet. Haben wir alles schon gemacht? Ja. Habt ihr nicht gehört, wie. Habt ihr nicht. Hast du nicht die Durchschreie der Gegner gehört? Nö. Bergung. Ein Bust. Das Mausoleum von Hyroth. Okay. Mit wunderschönem Boden und Wänden. Ich liebe Marmor. Ich liebe Marmorböden. Das war so elegant. Und vielleicht einen Weg, nicht einen Weg der Pfeile stehen, wenn die auf meine Missionen schießen. Das ist kontraproduktiv. Warum denn nicht? Verstehe ich nicht. Ah, das sind ein paar Bücher, das Büchergeld da oben. Oh nein. Ja. Bücher. Sind noch mehr versteinerte Leute. Das Umi, nein, die haben das. Die haben das Umi von uns braucht. Oh, das sind noch welche am Kriechen. Ich hab vergessen, einen Loot anzuschauen, den ich vorhin gesammelt habe. Kann passieren. Ist bestimmt eh nichts Interessantes dabei. Schick mal wieder voll pessimistisch. Ist ja meistens so. Wenigstens meine nützliche Ringe droben gedroppt bekommen. Da schon mehr Mana als 101 Punkte. Das ist mein Kumpel. Oh! Das ist ein Legionsmensch aus. Oh nein. Ja, Flieg und Sieg. Ah, okay, stark. Das hab ich schon. Rüstungspunkte, Zauberschaden ist senkt. Gesundheitspunkte, Mana-Treffer. Na danke. Das war nicht wir gut. Wir könnten in den kleinen, dünnen Gang nach. Rechts, wo die Doktenschäder sind. Wir könnten in den etwas größeren Gang nach unten links oder in den kleinen Raum geradeaus. Oh, besser. Wir gehen alle rein. Gleichzeitig. Es ist keine gute Wahl, sich
aufzutrennen, Rappi. Ist der größte Fehler in Horrorspielen. Ja. Immer. Sonst aber. Oh. Mann. Nicht sofort den Lesionsauber gezaubert hat, wenn ich da umgekriegt habe. Und Drachen beschwören. Ja, noch, noch ein. Ach, dieser Telemonkey läuft gerade auf mich zu. Ja, sehr schön. Oh nein, Laser. Skelett. Müssen wir große Heilung aufschicken. Skelett, damit ich dich angreifen kann. Nicht mein Problem. Oh, jetzt können die angreifen. So funktioniert die Mission, jetzt nicht angreifen können. War lustig. Und wo? Was sind diese grünen Augen hier? Ja, aber... What the fuck? Wo ist der Gegner? Ist er verbuggt? Anscheinend. Okay. Einfach weitergehen. Eieiei. Das ist ein Sack of Fuck. Oh je, noch mehr Gegner. Dann suchen wir alles. Und wenn wir einen, halt den Ausgang finden, gehen wir die anderen Bereiche durch. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wo der Ausgang ist. Also der richtige Weg. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Deswegen habe ich gesagt, das suchen aber alle die Bereiche. Ja, Chicken hat sich auf alles vorbereitet, außer auf das eine. Ich glaube, der Bereich läuft eben im Kreis. Irgendwie hat sich Snape aus dem Staub gemacht. Obwohl, ja, da kommt er angelaufen. Schneller, Snape, du bist nur noch für 19 Sekunden hier. Gehst du wieder zurück ins Reich des Vergessens. Mhm. Ah. Back in Oblivion with you. Geld. Ah, das bringt den Schaden, Kampfschaden 10% gesenkt, fügt den gesunden Psychischen zu, deine Naturzahlfähigkeit hinzu, wow. Zur Gesundheit, für deine Vergessung. Welche? Durch meinen alten Satz habe ich dann weniger Mana und Leben in die Rüstung. Ach, egal. Ich kann dann wenigstens neue Zauber nutzen, oder? Jupp. Ich habe weniger Mana und Lebenskraft in der Rüstung, aber ich will mal sehen, ob der neue Zauber funktioniert. Also funktioniert. Komm schön. Ah, schöne Löwenstatuen. Und kleine Kätzchen auch noch daneben. Kätzchens. Wow. Würdest du die denn doch gerne sicherlich rauben wollen? Wow, jetzt mal für. Oh, leck. Der verpackte Gegner. Jetzt haben wir zwei Augen hier. Waren vorher schon zwei. Nicht? Ich hab den zweiten gar nicht gesehen. Ja, nein. Zauber haut echt da rein.
dass wir das sehen. Ja, ist genau. Oh nein, haufenweise Gegner. Hallo? Ich hab doch ein bisschen. Ich hab eingezaubert. Das ist nicht, wo bist du denn schon wieder? Tot. Ah. Ah, da geht er. Passiert halt hin und wieder, dass man stirbt. Am Hogwarts. Vor allem dort. Wie viele Leute sind bereits in Hogwarts gestorben? Zu viele. Dass die Schule nicht mehr geschlossen wurde aufgrund der mangelnden Sicherheit der Schüler. Ja, okay. Ich werde trotzdem noch die Eisstacheln nutzen. Eis, Eis, Baby. Jetzt treffen die mehrere Gegner auf einmal und kosten weniger Mana als der neue Zauber. Okay. Wow, mit Blitzdingst. Ich hab zu spät gemerkt, dass die Visionszauber weg war. Ich hier warten. Ah. Oh ho! Überraschungsangriff, was? Ja, Überraschung ist halt tot. Oh, das sind mehrere Gegner hier. Jetzt eine Version in mir beschwören. Damit sie auch schön dich angreifen. Das ist sehr klug. Aber klug. Weißt du, wie sie Gets oder leben. Oh, Chicken. Du hast so gefragt, Intelligenz oder Leben. Ich habe mich fürs Klugsein entschieden. Oh nein. Die Verbindung ist jetzt schon wieder schlecht. Ruhe durchschicken und dann gemerkt, oh, zwischen Drachen. Schön. Das Schlaf ist cool. Dann habe ich eigentlich wieder Klugheit. Dauert noch ein kleines bisschen. Wir brauchen sehr viel Intelligenz. Keine Sackgasse. Oh, Falle. Ach so, man kann den Stern bewegen. Ich wusste gar nicht. Ich spiele das Spiel jetzt seit 90 Jahren und sowas habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Die Omega-Nudel. Ja. Ah, meine Güte. Ja, mein Güte, der Zauber ist schon mal einen verdammten Visionszauber. Ah, das war vielleicht. Das war echt ein Kampf. Die Omega-Nudel. Und Michigan. Fledermaus oder so.
Sollen wir weiter runter und einen anderen Weg noch nehmen? Auf der anderen Seite war noch ein anderer Weg, als wir da waren. Gehen wir mal auf einen anderen Weg, schauen, was da ist. Ich habe keine Ahnung, wo die in Sackgassen sind. Ah, ist ein schöner. Ja, das ist ein Blitzdinger. Und wo sind meine Untote? Ich eile! Und da geht der Rappi wieder in Führung. Ah. So. Oh, du länger mit dem Töten, wenn man allein ist. Sagt er mit der Illusion. Der hält leider für ein paar Sekunden an. Das ist der einzige Nachteil davon. Implosion. Wieder so eine Omega-Nudel. Ohne Bahn, super gesundes Tank. Das dann glaube ich schon noch. Ja, es geht. Ich habe keine Ahnung, wo die beide Wege sind. In Sackgassen. Auf jeden Fall okay, ist in Sackgassen. So ein Kerl. Vielleicht wollte ich was im Altar machen, weil es am Leuchten ist. Ich bin kurz gegangen, bin. Noch hier untersuchen wollte. Sonst wären wir nicht den Weg gegangen. Ich meine, müssen wir dringend den Boden reparieren. Da ist irgendwie Wasser reingekommen. Ich habe von gruseliges Lachen gehört in der Musik. Sante Marmorpyramide. Schneep. Ach, Gegner hier vorne. Lustig. Und da fängt das Geblitzdings wieder an. Ja. Ja, so wieder Mission geschehen. So, dann haben wir jetzt jeder Mons. Und eine Riesennudel. Lass mal warten, dass die Vision wieder beschwören kann. Die Drachen gehen direkt drauf. Du sagst deine Visionen, Leute. Ach, das ist einfach ein Stab. Linke Seite rote Partikel und auf der rechten Seite blaue Partikel. Der kommt gleich wieder. Er hat keine Wahl. Brauchst du einen Benchmark? Du musst die Welt von Arana retten. Und dann hat er nicht mal das noch Dämpchen. Ich glaube, es ist wohl hier der weiter Weg. Ja. Ja, ist es. Ich habe den neuen Erinnerung gehabt, dass da viel Wasser war. Snape, nein! Also wir sollten gehen und den Weg erkunden, oder? Hm.
So, Ruhe. Was haben wir? Ich weiß gerade nicht, Gold. Ob der Weg in der Mitte auch nach unten führt. Ich hab sowas in Erinnerung, dass das der Fall ist. Ja. Gut, das tun wir alles, bis wir die Wege nach außen finden. Oh nein, zu Gegner. Brauchst keine Vision für. Okay, noch weiter rein zu Gegner. Okay, zwei Gegner, brauchst keine Vision für. So. Die sind ja nicht so gefährlich, vor allem wenn sie nur auf die Dach losgehen. Spinnen sind nicht gefährlich. Erzähl das Kumoko. Kumoko ist aber nur überpowered. Ah, wieder Fake und Zumis. Geht's den Statuen? Ein Ring! Das 5% Chance, einen Fernangriff abzuwehren, fügt einen Fernkampffähigkeitspunkt hinzu. Oh, was ist das für eine versteinerte Kreatur? Sieht fast aus wie so ein Dinosaurier.